Handwerkerarbeiten von der Steuer absetzen. Wenn Stefan Handwerker zu sich nach Hause bestellt, kann er Steuern sparen. Der Handwerker muss die Arbeit in Stefans Wohnung oder auf seinem Grundstück erledigen. Auch Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze sind begünstigt. Einzige Voraussetzung: Das Gebäude ist schon fertig. Für den Neubau kriegt Stefan also keine Steuererleichterung. Für den Ausbau der Garage aber schon. Dabei ist egal, welche Tätigkeit der Handwerker ausführt. Stefan kann Lohnkosten, Fahrtkosten und Maschinenstunden des Handwerkers anrechnen. Bis zu 6.000 Euro im Jahr. Davon erhält er 20% zurück, also maximal 1.200 Euro pro Jahr. Dafür braucht er eine Rechnung des Handwerkers, auf der alle Kosten genau gelistet sind. Und Stefan muss per Überweisung zahlen. Ansonsten kann er gar nichts anrechnen.